A natural woman. Machst du nochmal rasch bequem? Schnappt dir das Mikrofon nochmal. Bist jetzt so ein Profi im Fernsehen auftreten? Ach, ich bin so nervös gerade. Hey, wirklich, fast mehr als auf der Bühne im Fall. Jetzt wirklich? Ja, weil ich weiss, da ein paar Augen schauen zu und alle warten auf mich und es ist wirklich, wirklich aufregend. Es ist so klein, weißt du, so familiär. So. Mhm. Und das Licht ist so an und jeder schaut da irgendwie. Klein und familiär. Schau mal die Couch an. Ich meine, wenn das keine kleine Familie mittlerweile da ist, wir sind ein bisschen gedrängt. Geht es Ihnen gut, Sven? Alles okay? Hey, alle, wir genießen es da. Ist richtig cool. Gut. Mal erste Reihe zuhören, zuschauen, ist tipptopp. Ich meine, so näher gucken wir ja dann doch auch nicht von den Talents weg, oder? In der Sendung. Nein, so nach wird man nicht sein. Ich glaube, Talents wird uns nicht so nach sein. Ich glaube, das ist schon gut, so wie es ist. Genau. Es ist alles schön ausgemessen. Natürliche Distanz. Ja, das stimmt. Ja. Wir moderationsmässig sind wir natürlich hinter der Bühne, schauen dort aber ein bisschen zu. Also, da ist auch eine gewisse Distanz. Ich habe es sehr genossen, mal so hautnah dabei zu sein. Ja, es ist wirklich ein Vergnügen, euch drei in der Sendung zu haben. Und natürlich auch euch zwei, gell? Liebe Krigi, noch ein paar Rückmeldungen zum Abschluss, weil wir haben nur noch etwa 2-3 Minuten, dann ist die Sause schon vorbei. Also ganz, ganz schnell, der Justin Bieber findet Respekt sehr gut. Und dann haben wir noch einen Kommentar, das war wirklich gut gewesen, fast besser als in der Sendung. Dankeschön. Und es Ihnen gefällt auch deine Songauswahl und überhaupt deine Stimme. Sehr. Irgendwelche sonstigen Inputs, Fragen, irgendwelche komischen Sendungen, die man noch müsste, schnellstens abhandeln. Nicht, dass ich den Zuschauer nachher irgendwie aussen vorgelassen fühlt, oder? Das hat jemand der Scheme Thomas regiert. Scheme Thomas regiert? Bist du der, ist die Kappe eigentlich so eine Königskrone eigentlich? Nein. Weiss nicht, was er darunter versteckt hat. Ich verstecke meine Haare darunter. Nein. Ist gut. Aber merci für das Kompliment. Sonst noch? Sind wir gut? Sonst sind wir gut, ja. Dann frage ich jetzt dich, Sven, wie geht es weiter? Wir haben jetzt die erste Folge gehabt von der Blind Audition. Jetzt kommt die zweite. Nein, jetzt kommt heute mal. Wer hat gedacht, nein, jetzt geht es weiter. Es ist ja jetzt der Samstag-Mittwoch-Turnus, den wir haben. Genau. Und heute Abend kommt eine kürzere Version, weil wir natürlich nur eine Stunde Zeit haben, anstatt zwei. Also es ist ein gedrängtes Programm, aber nicht weniger spannend als letztes Samstag. Es hat ein paar gute Stimmen unterwegs. Ja. Und ich hoffe, die Leute haben Lust, ein bisschen reinzuschauen. Okay, also in dem Fall wieder einen schönen Fernsehabend, den man die auch geniessen kann. Absolut. Am besten mit ein paar Kollegen hinter den Lernen ein bisschen schauen, ein bisschen selber ein bisschen coachen. Das ist immer der Tipp, oder? Man muss ein bisschen, wie der Philipp, man muss ein bisschen zuschauen und sagen, hey, die hätte ich genommen, die nicht, die finde ich gut. Das gibt dem auch noch ein bisschen den besonderen Kick beim Zuschauen. Beatrice, schaust du da bei Gau? Ja, natürlich. Ja. Und auch auf meinem Handy habe ich schon eine App, das alles aufnimmt, falls ich keine Zeit habe. Also, du hast eine Handy-App, die alles aufnimmt? Ja. Was ist denn das für eine App? Wie heißt das? Nehmen wir an. Werbung. Satu einfach. Aber man kann immer... Bekommt man das nur mit adliger Abstammung? Oder? Nein. Also kann ich das jetzt googeln nach der Sendung? Ja, und es ist gratis. Es ist gratis? Ja, sogar. Wow. Hast du die App gekannt, lieber Philipp? Ich mache all meine Aufnahmen via WhatsApp. Das geht hier. Da musst du noch ein Plugin haben, das kostet Franken 50. Das gibt es im Apple Store. Lass dich ab, kannst du alles aufnehmen. Aber jetzt verarschst du mich mit WhatsApp oder was? Findest du raus? Das habe ich auch nicht gewusst. Wir gehen es gerade nachschauen. Also, oder hast du Aktien bei WhatsApp? Wenn ihr es alle nicht könnt, denkt da mehr dran, mach es. Super, Philipp. Ist gut. Ist mir ein riesen Applaus mit euch allen. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke, habt ihr euch Blüssig gegeben und im Fernsehen nochmal performt. Hat, glaube wirklich den Leuten sehr, sehr gut gefallen. Mir zumindest. Und ich freue mich nicht nur auf heute Abend, wenn es weitergeht mit The Voice of Switzerland, sondern auch, wenn ein paar von euch dann wieder mal zum Beispiel Sven oder der Philipp oder andere Coaches wieder mal bei uns sind am Mittwoch, weil wir ja amigs immer uns in der Voice of Switzerland Sendung haben und ich sage danke vielmals. Danke, Mike. Natürlich viel Erfolg euch auf dem weiteren Weg, gell? Macht mich stolz. Ja. Machen wir. Mal schauen, wer am Schluss regiert. Und wer nicht. Ja. Super. Danke, Krigi. Spass gemacht mit dir. Danke. Mit euch die Eins natürlich auch sehr viel Spass gemacht. Ich wünsche einen schönen Abend, viel Spass wieder in Of Choice und tschüss zusammen. Macht's gut.